Hi Snail. So, nächste Folge Spalterbau. Bevor wir aber zum Spalterbau kommen, wieder die Information vom 29. bis 31. Juli, also das letzte Juli-Wochenende ist Traktortreffen in Asbach. Ich verlinke euch unten, oder ich schreibe unten in die Infobox mal den Link. Wie gesagt, also ich denke mal, Samstag, Sonntag werde ich dort sein. Also wer mich besuchen, kennenlernen will, treffen will, fachsimpeln will, kann gerne vorbeikommen. Ich nehme auf jeden Fall den Spalter mit, wenn er bis dahin läuft. Ich hoffe es mal, deswegen sitzen wir jetzt mit Hochdruck hier dran. Dann fangen wir an mit dem Spalter. Ich habe ein Paket bekommen, und zwar die ganzen Verschraubungen und Schneidlinge, die das letzte Mal entweder verkehrt kamen oder nicht hatte, sind heute alle gekommen, oder die Woche schon. Das ist das. Dann sind hier zwei Schläuche schon. Das sind quasi meine 2x600. Ich habe sie jetzt schon mal drauf gedreht, also passend tun sie. Und die kommen dann hier drauf. So. Also hätten ruhig ein bisschen länger sein können, oder? Muss gleich mal gucken, ob die lang genug sind. Also die könnten ruhig ein Stückchen länger sein, der eine jedenfalls. Achso, ich glaube, ich habe nicht bedacht, dass das hier so viel ausmacht. Aber mal schauen. Wir werden es hinsehen. Wir werden es schon irgendwie hinbiegen. Die Einschraubungen sind gekommen jetzt alle. Also können wir jetzt quasi die Ein- und Ausgänge machen, fertig machen. Die Druckarbeitung können wir machen. Und mir wurde gesagt, dass die Pumpe falsch zusammengebaut worden ist. Das überprüfen wir jetzt. Ja, bevor wir die Pumpe jetzt auseinandernehmen, nochmal eine kleine Anmerkung. Und zwar hatte ich letzte Woche mal quasi so eine große Materialumschichtung. Und zwar habe ich von da, wo ich jetzt bei meiner Freundin bin, da stand die Presse und der große Blaue. Und das habe ich jetzt alles hier rübergefahren. Und währenddessen ich die Presse rübergefahren oder 5-Loch, habe geguckt, ob ich eine andere Felge habe. So, ich habe zwei Felgen. Und zwar einmal Multica, das größere hinten dran ist Multica, auch 5 Loch, aber das ist 205, der Lochkreis. So, und das habe ich jetzt von meinem einen Anhänger abgebaut. Den habt ihr noch nicht gesehen, aber auf jeden Fall war das das Vorderrad. Und das ist auch 5 Loch, aber das ist 112, glaube ich. Und 150 brauchte ich. So, kein Schlauch gehabt, kein gar nichts. Ja, was machen? Gell? Du kannst jetzt nicht die Presse mitten auf dem Feldweg stehen lassen. Das ging nicht. Also schön langsam in Standgas heimgefahren. Für die Strecke, wo ich eigentlich eine Viertelstunde brauche oder 10 Minuten vielleicht, habe ich dann 2 Stunden gebraucht. Bin dann schön mit Handgas heimgefahren. War top. Das Rad ist halt komplett in Eimer. Der Schlauch ist komplett in Eimer. Die Felge zum Glück nicht. Aber jetzt suche ich halt so ein blödes Rad noch. Weil das ist nämlich, habe ich gesehen, das sind Gabelstaplerreifen. Das ist 7 auf 12. Ja, 7 auf 12 sind die. Und da kriegt man jetzt einen neuen Reifen für. Oh, jetzt muss ich jetzt mal gucken wegen der Tragfähigkeit, weil das jetzt die Presse ist. Die braucht ein bisschen mehr. Also kann ich nicht einfach nur einen normalen Ackerwagen nehmen. Also braucht dann schon irgendwas Besseres. So, die meisten sind aber Vollgummi, die ich jetzt gefunden habe, gebrauchte. So, brauchst du aber gar nicht anfangen mit Vollgummi hier. Deswegen, und ich fahre jetzt auch wegen, ja, die wollten 50 Euro haben, der die aber 2 Stück jetzt schon haben können. Da muss man schauen, das ist halt ein bisschen weiter weg. Ja, auf jeden Fall muss das bis zur Heuernte gemacht werden, sonst habe ich ein bisschen ein Problem. Oder habe jetzt 2 große Aufträge abzuarbeiten, da muss die laufen. Und die wollte ich nämlich, wenn der Spalter soweit ist, wollte ich die nämlich eigentlich fertig machen. Damit hinten muss so eine Rutsche dran, das seht ihr dann noch. Ja, das alles machen, aber jetzt muss ich erstmal sehen wegen den blöden Reifen. Ja, Pumpe soll angeblich falsch rum sein. Also die erste, die 22er. Dann nochmal einen schönen Dank an Alex, war es glaube ich, der hat das gesagt. Wir nehmen das Teil nochmal schnell ab, dass ihr was seht. Ja, und er meinte zwar, die letzte, die Brille ist richtig rum drauf. Und dann machen wir das jetzt so. Wir nehmen die jetzt ab komplett mit Getriebe
Und dann gucken wir mal. Ah, ich sehe schon, was er meinte. Also seht ihr das? Und zwar geht es, glaube ich, hier um diese Einsparung. Und so wie ich das sehe, wenn wir jetzt so rumdrehen, drückt sich, wird quasi hier vorne angesaugt, also man sieht das, von hier wird angesaugt und wird quasi rumgeleitet und hier ist der Druck. Und ich glaube, das ist zum, für die Schmierung müsste das sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und deswegen soll das falsch rum sein. Also hier falsch rum sein, weil das wäre jetzt die Druckseite. Ja, gut, wir gucken mal. Ich werde es auf jeden Fall tauschen. Oh, schick. Guckt mir sogar gleich entgegen. Also werden wir das Teil einfach nur rausnehmen. 180 Grad drehen. Und wieder reinstecken. So sieht das von unten aus. Und so stecken wir es wieder rein. So. Zack. Okay. Das dürfte es schon gewesen sein. Dann stecken wir den ganzen Kram, so wie er ist, genauso wieder drauf. Zack. Den Deckel drauf. Da war es, glaube ich, egal. So drauf. Schraube das Ganze wieder zusammen. Und ich hoffe, dass es diesmal passt. Ja, bin mal gespannt. Anna hat gesagt, bei mir, bei ihm wäre jetzt die Pumpe Schrott. Sie ist noch nicht gelaufen. Also denke ich mal, wir werden sehen, ob sie dann Schrott ist oder nicht. Problem ist, dadurch, dass die noch nicht gelaufen ist, weiß ich nicht, wie sie sich anhört. Beziehungsweise weiß nicht, ob sich in der Art und Weise irgendwie, wenn halt doch was kaputt ist, wie sich das bemerkbar macht. Weil durchdrehen lässt sie sich ja. So, ich mach das jetzt schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Pumpe ist wieder an Ort und Stelle. Da ist er. Jetzt habe ich auch die Schrauben richtig fest angezogen. So, also die vier habe ich jetzt angezogen. Die habe ich jetzt angezogen. Okay, jetzt würde ich erstmal mit den Ventilen weitermachen. Sprich mit denen hier. Das wären quasi die Einschraubung von 3 Achtel auf 1,5. Die machen wir jetzt mal rein. Achso, die sind jetzt wieder ohne Dichtring. Ups. Ach ja, jetzt müssen wir natürlich gucken. Das werde ich dann aber sehen, wenn das Ganze läuft. Ich weiß nämlich jetzt nicht, welcher für vorwärts und welcher, also wer für Vorlaufen, welcher für Rücklauf ist. Das steht nämlich leider nicht hier drauf für A oder B. Ich überlege gerade mal, ob wir das ein bisschen mit Druckluft auch probieren können. Wir können es mit Druckluft probieren. Einen Adapter habe ich. So, dann schrauben wir die mal schnell dran. Aber hier muss ich auf jeden Fall einen längeren besorgen. Der würde noch gehen. Aber der hier, der muss mindestens 100 bis, wenn nicht sogar 200 länger werden. Das probieren wir gleich mal. Also die Krümmung gefällt mir, das kann man so machen. Das geht so. Aber das ist hier viel zu kurz. Wir machen die mal ab.
Also 100 auf jeden Fall. Wir machen 100 länger, 700. Und dann müsste das richtig schön gehen. So, ich habe jetzt noch eine andere Idee. Und so habe ich gesehen, ich habe von 3/8 auf 15 Liter oder 15 L und vom 15 L auf 1/2. Das heißt, ich schraube die quasi dazwischen und mache jetzt hier 80 mm oder so. Mal schauen. Mache ich quasi ein Zwischenstück, ein Stück Rohr, dass ich den nicht zurückschicken muss. Und ich kann es jetzt trotzdem noch verwenden, quasi das Ganze. Ist zwar die teurere Variante, weil ich glaube, die ganzen Verschraubungen und das Stück Rohr kostet genauso viel wie so ein Stück wie so ein Schlauch. Aber es ist jetzt das Schnellste und das mache ich jetzt. Dann will ich aber erstmal kontrollieren, was jetzt. Also ich möchte ja so ausfahren und so einfahren. Deswegen gucken wir jetzt gleich mal. Ich mache mal einen Schlauch dran. Dann probieren wir das mal. Genau so, wie ich es haben will. So, warte. Lass mal schauen. So. Jetzt ist das natürlich undicht. Ja, hier, wie ihr seht, bin gerade dabei, die Verschraubung reinzudrehen. Das Stück Rohr ist jetzt drin. Jetzt mache ich quasi die obere Verschraubung und dann kommt hier drauf der Schlauch. Ich habe das Rohr jetzt einfach willkürlich abgeschnitten. Das müsste, keine Ahnung, was sein. Auf jeden Fall 100 hat es. Ja, genau 100. Zufälligerweise habe ich es genau 100 abgeschnitten. Jetzt machen wir das fest und dann probieren wir das nochmal einzufahren wieder. Und mal gucken, ob es diesmal zischt. So. Okay. So, und wie ihr seht, das macht jetzt nicht mehr so einen Knick. Also vorher war es so. Jetzt ist es wirklich so. Und sie laufen eigentlich auch schön parallel. Wird man dann sehen, wenn es Druck drauf gibt. Was mich ein bisschen stört, dass es hier ein bisschen reibt. Aber dann kann ich hier vielleicht einen Schlauchschutz drauf machen. Also hier diesen Spiralschlauch, da habe ich noch ein bisschen was da. Den können wir hier drum machen, da reibt das hier nicht. Okay, aber so sieht das ganz gut aus. Dann fahren wir mal die ganze Geschichte wieder ein mit meiner altbewährten Technik. Zählt das eigentlich schon als Testlauf? Als vollwertigen Testlauf oder nicht? Ist ja schließlich Pneumatik und nicht hydraulisch. Also pneumatisch funktioniert er, hydraulisch müssen wir noch sehen wahrscheinlich. Okay, ich gucke mal schnell auf die Uhr und dann geht's weiter. So, die Winkelverschraubung für den Tankanschluss und Druckanschluss. Quasi halb Zoll und 15 L und das Ganze hier als 18 L. So, der kommt hier rein und wie wir sehen, wir haben ein massives Platzproblem. Ich werde wahrscheinlich den nicht so daneben kriegen. So, also wie wir sehen, wir werden ein massives Platzproblem bekommen. Der wird jetzt so reinkommen, also von der Höhe her. So quasi. Halt. Ah, warte mal, Quatsch. Der kommt ja hier rein. So rein. Und der kommt so rein. Halt. Auf die Höhe. Und auf die Höhe. Also haben wir dann. Aber. Genug Platz. Werden wir doch genug Platz haben. Es ist nur die Frage, wie wir es machen. Das Problem ist nämlich jetzt, so wie ich das sehe, guckt die Überwurfmutter
genau in meinen Träger rein. Das ist natürlich richtig blöd. Und ich krieg's auch leider nicht verlängert. Also ich muss hier rein. Und so große Löcher möchte ich jetzt hier nicht wirklich reinbohren, dass ich die Muttern hier festgeschraubt bekomme. Weil dann hast du hier riesige Löcher. Die haben, glaube ich, Schlüsselweite 27. Wenn nicht sogar größer. Ah, 32. So, das reicht ja nicht mal ein 32er Loch zu bohren, sondern du musst ja noch den Schraubenschlüssel noch rechnen. Und das wird jetzt so ein 14 Loch hier. Das wird ja ein 45er Loch. So, Riesending. Und dann brauchst du auch keine Träger mehr. Das wäre natürlich jetzt die andere Variante. Wenn wir mit denen nicht tiefer können, machen wir die einfach höher. Dann hätte ich mir zwar das hier sparen können jetzt. Schrauben das ganze Ding ein Stück höher. Dass man jetzt hier, was weiß ich, wie viel ist denn das jetzt? Dass man wenigstens so hoch kommt, dass wir hier unten einen Zentimeter Platz haben. Wird es hier schon 2 cm sein. Dass ich hier 20er, weiß nicht, was ich da drunter bauen kann. Entweder ein paar Hülsen drunter gemacht, geschraubt oder eine 20er Platte gemacht, die du hier drunter schraubst. Mal schauen, vielleicht finde ich auch noch irgendwas. Dann werden wir aber wahrscheinlich dann hier hinten mit den Ventilen wieder ein bisschen Probleme kriegen. Okay, also ich habe ja schon gesagt, dass man hier, dass das noch nicht die endgültige Lösung sein kann. Also müssen wir hier auch wieder ein bisschen was machen. Ich überlege mir was und dann sehen wir uns morgen wieder. So, es ist Samstag. Gestern war ich ja bei der Feuerwehr, deswegen ging das nicht. Ich habe quasi meinen Atemschutz verlängert, weil das ist ja nur ein Jahr gültig. Da musst du quasi einmal über die Strecke laufen. Heißt, so eine Endlosleiter, 25 Meter steigen und was war's? 300 Meter Laufband und dann nochmal so eine Minute der Handrad. Also so ein Ergometer für die Hände nur. Genau, und dann einmal durch den Hamsterkäfig. Aber die haben den Hamsterkäfig umgebaut. Ich habe mich ein bisschen verlaufen dort mittendrin. Ja, hat also ein bisschen länger gedauert. Und ich muss sagen, ich habe diesmal mehr Luft verbraucht als beim letzten Mal. So, ich war noch schnell Mittagessen. Und vor dem Mittagessen habe ich noch schnell einen Baum geschnitten bei der Nachbarin. Okay, jetzt können wir weitermachen. Ich habe jetzt vorhin nochmal schnell einen Griff gebaut. Der ist auch hier dran. Den werde ich gleich mal ein bisschen zurechtschneiden noch, weil hier die eine Seite zu lang ist. Der soll dann hier dran kommen, dass ich den besser bewegen kann. Ich lasse den jetzt erstmal so, weil ich unten was angemalt habe. Das erzähle ich euch gleich. So, dann habe ich ja für das Stückchen, für das 20er Material, für die Zwischenklötzchen habe ich jetzt die Agger-Schiene gefunden. Das ist 20. Und da will ich jetzt quasi die Klötzchen draus schneiden. Und zwei Laschen, die jeweils einmal hier dran kommen und einmal hier dran kommt. Das soll nämlich die Transportsicherung werden. Da habe ich mir jetzt hier unten schon mal aufgemalt. Die Mitte von denen. Da ungefähr kommt die Lasche hin, also das Loch. Und da habe ich hier einen 25er Bolzen. Dann muss ich die quasi aufbohren. Dann soll hier quasi das Stückchen, was hier übrig bleibt, das hier, das soll hier unten drauf geschweißt werden, dass ich den da verriegeln kann. Und dann muss ich halt sehen, muss ich irgendwas machen, dass der Bolzen nicht raus kann. Dann irgendeine Lasche oder so. Oder dann hier mit so einem Bolzen oder mit irgendeiner Drehverbindung oder irgendwie, dass der halt nicht abhauen kann, dass der nur rausgezogen wird. Und dann kann ich drehen. Jetzt muss ich, das ist jetzt quasi die Position von der Seite. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal einmal rumdrehen, damit ich auch von der anderen Position das gleiche habe. Weil hinten ist es ja viel weiter weg. Oder wenn wir jetzt so gucken,
Der Weg ist länger als der Weg. Deswegen muss ich jetzt sehen, wo ich hier rauskomme. Das müssen wir jetzt mal schnell machen. So, da seht ihr natürlich, dass es ganz weit weg ist. Ich kann auch sagen, wie ganz weit weg. Meine Zahl nennen, wie weit ganz weit weg ist. 53, 530. Ja, 530. So, da die beiden Laschen gleich groß sind, annähernd gleich groß sind. Und ich ja hier jetzt, wie viel habe ich hier Platz? 12,5. So, die Lasche soll ja hier oben dran. Also muss ich dann hier auch irgendwas reinbauen. Also hier auf jeden Fall einen Steg rein. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt ein Hohlprofil nehme oder einfach ein Stück flach. Ich denke mal, ein Stück flach wäre einfach das Einfachste. Es ist ja nur so, dass es nicht hin und her wackelt. Weil das ist ja quasi mehr oder weniger die Arbeitsstellung. Und da reicht das. Auf jeden Fall weiß ich, wie lang der Bolzen werden muss. Da wird wahrscheinlich das Stück mächtig drauf gehen. Ja, oder auch nicht. Wie gesagt, also muss ja unten nur einrasten. Kann ich hier noch einen Ring drauf machen, dass der dann nicht weiß, dass der nicht nach unten durchfällt. Mal schauen. Auf jeden Fall, das muss ich jetzt noch machen, bevor ich jetzt hier mit der Hydraulik weitermache. Aber ich muss die Löcher noch auf 25 aufbohren. Das würde ich gerne am Montag auf Arbeit machen. Da muss ich nochmal schnell fragen, ob ich das machen kann. Und die Klötzchen auch sägen. Weil mit so einer Bandsäge geht das deutlich schneller als ich mit dem Winkelschleifer. Und das Aufbohren geht natürlich auch. Wir haben da halt die ganze Technik dort. Da will ich morgen gleich oder am Montag gleich mal fragen. Okay. Wie ihr gesehen habt, vielleicht, wenn ich jetzt hier mein Rohr reinstecke, ist das genau da, wo ich meinen Bolzen haben will. Das heißt natürlich, dass ich das Stück Rohr biegen muss. Muss ich ja sowieso, weil in die Richtung ist ja die Drehdurchführung. Und hierfür habe ich ja schon einen Winkel gefunden. Den habe ich noch über gehabt. Weißt du nicht von was? Kann sein von meinem Rückgrat. Das passt schon mal von dem Abstand her. Den würde ich jetzt biegen wollen. Da muss ich jetzt nur die andere. Machen wir schnell die andere Scheibe drauf. Gucken wir, wie das ist. Hier die passt. 12. Die würde aber auch gehen. Die nehmen wir. So. Jetzt müsst ihr, glaube ich, ein bisschen aus dem Weg. So. Jetzt so wenig Material wie möglich. Und gehen wir mal. Winkel. Ein bisschen können wir noch. Jetzt wieder die 2 cm einhalten. Oder da schneide ich jetzt erstmal ab, dass ich den Ring drauf machen kann. Und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Und jetzt muss ich natürlich, jetzt kann ich natürlich auch gleich, wenn ich eh einmal dabei bin, die Länge feststellen. Ich muss ja auf den Steg, also kann ich auf jeden Fall, ich mache das ein bisschen länger, hier abschneiden ungefähr.
Und dann können wir das Rotor nämlich auch gleich verlegen mit. Und wenn ich dann noch hier den Steg habe, wenn ich den Steg einmal dran habe, kann ich den auch gleich nutzen und kann hier die Lagerbrücke drauf machen. Und dann kann ich den auch einen von unten da dran schweißen und hier einen hin. Und dann ist hier noch gelagert. Und dann ist das Rohr auch gut gesichert. Also gucken wir uns das von oben an schon. Also der Abstand passt perfekt. Ich habe genug Platz zu meinem Bolzen. Ich habe genug Platz zum nächsten Rohr. Das ist richtig schön. Da seht ihr mal, wie viel Platz dazwischen ist. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen. So, ich habe natürlich den Abstand ist gegeben vom Halter. Nur mal schauen, ob das funktioniert. So, das bisschen kann man noch hindrücken, wie ihr seht. Zur Not müssen wir halt hier irgendwo noch so einen kleinen Knick reinmachen. Aber ich denke mal, das kann sich so sehen lassen. So, wie ihr das seht, ich muss jetzt quasi unter den Träger hier hinten kommen. Also muss ich die Leitung entweder einen kleinen Knick geben nach oben oder ich lasse es ein bisschen schräg laufen. Dann habe ich natürlich hinten das Problem. Deswegen werde ich jetzt, weil hier die vorne die Verschraubung, die kann ich ja schräg machen. Das ist hier überhaupt kein Problem. Aber ich muss hier hinten drunter wegkommen. Jetzt muss natürlich den Abstand zwischen den und den zukünftigen Bolzen da messen. Das machen wir mal so. Also 55 ist das Loch ungefähr. Dann sind wir hier bei 52. Also 465 müsste man da sein. Ungefähr Mitte Rohr. Sind wir hier. Ja, grob. So, ich muss aber davor schon runter. Also machen wir mal 30 hier runter. Ja, irgendwie so. Machen wir mal einen ganz kleinen Schubser. Das dürfte schon reichen. Also Rohre biegen muss ich noch auf jeden Fall üben. Wie ihr seht, das ist total krumm geworden. Weil ja mal in die falsche Richtung, dann wieder zurück, dann wieder zu viel, dann zu wenig und dann zu weit zu vorne und ach, doof. Naja, das üben wir nochmal. Haben wir jetzt genug Zeit zum Üben für das ganze Projekt hier. Ja, ich habe jetzt quasi nach unten Gefälle. Jetzt habe ich einen gleichen Knick, dass ich halbwegs parallel bin mit den Trägern. Und weil ja hier die Saugleitung hinkommt, nach vorne kommt, soll auf der Seite die Druckleitung kommen. Deswegen habe ich jetzt quasi hier unten nochmal einen Knick in die Richtung gemacht, dass die zwei parallel sind, also der Holm und das Rohr. Und jetzt kommt ja das Rohr genauso. Das Flach möchte ich gerne hier drauf schweißen. Da kommt nämlich zum einen das Loch rein für meine Transportsicherung. Und hier unten habt ihr schon gesehen, kommt die Halterung vom Schlauch und da hinten seht ihr auch schon ist die nächste Halterung, die kommt hier an den Holm dran und dann ist quasi bis zu der Mitte ist ja nicht mehr viel und dann kommt ja eh so eine Winkelverschraubung dran, genau, und dann gehen ja die Schläuche hier ins Karussell. Man weiß ich noch nicht, ob sich auf der Seite oder auf der anderen Seite die Durchführung macht. Das müssen wir dann sehen. Okay, ich würde jetzt erstmal das andere Rohr noch biegen, dass wir hier parallel kommen. Da es halt schon ein bisschen später ist, muss noch Gras holen. Da kann ich euch gleich nochmal mitnehmen. Aber mit dem Spalter wird heute nicht mehr weitergehen. Ich denke mal, die zwei Rohre habe ich jetzt soweit drin. Die müssen jetzt noch festgemacht werden. Das Teil festschweißen, die zwei Halter festschweißen. Das nehme ich jetzt mit. Nehme ich jetzt Montag mit. Und das machen wir dann auch. Können wir dann nächste Woche weitermachen. Da können wir noch ein bisschen brutzeln dann. Okay, gut. Dann war es das erstmal für den Spalter für diese Woche. Und
Ich nehme euch jetzt mal mit raus zum Rasenmähen. So, hier haben wir schon, ich glaube, das ist jetzt die dritte Fuhre, die ich hole. Ja, soll ich mal abmachen, weil die Besitzerin es nicht schafft und ich gefragt worden bin, ob ich sie die Schafe haben will. Ich habe sie vor ein paar Jahren die Schafe hier drauf gehabt, aber das ist ein Riesenaufwand. Allerdings sind meine Schafe ja drüben und jetzt wegen einer Woche die Schafe hier rüber zu fahren, das macht keinen Sinn. Da ich ja dreimal die Woche hier bin, oder von Mittwoch bis Samstag, mache ich quasi Mittwoch und Samstag hole ich immer so eine Fuhre. Da komme ich 2 Tage hin. Mal 3, wenn ich es ein bisschen strecke oder ein bisschen weniger kriege. Genau, da fahren wir nicht extra deswegen hierher, sondern verbinde das gleich. Und so wie ich das sehe, habe ich jetzt ungefähr die Hälfte. Also 3 Wochen komme ich noch hin. Ja, mal schauen. Oder 2. Ja, 2 Wochen komme ich noch hin. Und dann suche ich mir ein anderes Eckchen, wo ich Gras machen kann. Gut, das war's davon. Wie gesagt, nächste Woche geht es weiter mit dem Spalter, mit den Plätzchen und allen. Das muss ich jetzt erstmal machen, sägen, bohren. Und ich denke mal, dann geht es langsam voran. Ich hoffe mal, dass ich die Saugleitung da mal hinkriege. Da muss ich nämlich demnächst auch Öl verkaufen. Dann können wir schon mal den ersten Versuch machen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Denkt an Asbach, das Schleppertreffen. Verlinke ich euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao.